Armees. Er war von 1989 bis 1993 Vizepräsident der Technischen Universität Berlin. Er ist im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und er spricht heute zu uns, wie der Börsen- und Renditewahn nicht nur die Bahn, sondern auch die Qualität der Technik ruiniert. Begrüßen Sie mit mir Dr. Wolfgang Neef. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde einer funktionierenden Bahn. Ich finde fantastisch, was ihr hier jeden Montag auf die Beine stellt, einschließlich Tango, und hoffe, dass das so lange weitergeht, bis dieser Bahnhofsplan endlich auf den Müllhaufen, sozusagen hat der Geschichte ist übertrieben, aber auf den Müllhaufen. Was ich heute vortragen will, ist vielleicht ein bisschen trocken. Es hat die Überschrift Pleiten, Pech und Pannen. Und wenn man sich die Serie der Pannen bei Großprojekten in den letzten 15 Jahren vor Augen führt, fragt man sich ziemlich erstaunt, wie kann das in einem Land passieren, das seit dem 19. Jahrhundert auf die Marke Made in Germany stolz war? Warum konnte man ein fast perfektes S-Bahn-System in Berlin bauen und betreiben, bis 1990 übrigens unter DDR-Regie, das dann von der Deutschen Bahn bis 2009 so zugrunde gerichtet wurde, dass es bis heute ständigen Ärger damit gibt? Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, nur eine kleine Liste. Ganz aktuell der Mainzer Hauptbahnhof, wochenlang lahmgelegt. 1998, man erinnert sich, das ICE-Desaster in Eschede, der Toll-Collect-Skandal, die Elbphilharmonie, der Flughafen Berlin-Brandenburg, ich komme aus Berlin und weiß, wovon ich rede, etc. etc. Und Fortsetzung dieser Liste ziemlich sicher, vermutlich, hoffentlich nicht, aber möglicherweise in Stuttgart. Allerdings ist dieses Problem nicht nur ein deutsches Phänomen. Fukushima liegt in Japan und Olkiluoto, schwer auszusprechen, in Finnland, wo man seit 2003 einen Atomreaktor der neuesten, angeblich sicheren Generation baut oder zu bauen versucht, der doppelt so teuer ist inzwischen und statt 2011 nicht vor 2016 fertig werden wird, wenn überhaupt. In der Öffentlichkeit werden solche Blamagen meist unter der Überschrift verbucht, die Politik ist schuld. Ja, ja. Unfähige Politiker in Aufsichtsräten, ständige politisch begründete Eingriffe in die Planung, zu hohe Sicherheitsanforderungen und natürlich die Wutbürger. Sie machen eine schnelle Planung und Ausführung immer mehr unmöglich. Das seid ihr, von solchen Idiotenprojekten soll man sich nicht beeindrucken lassen. Ich möchte als Ingenieur und Soziologe im Folgenden auf diese Behauptung eingehen, die oft erhoben wird, die Ingenieure früher, die waren mal besser, die Ingenieure sind schuld. Denn vieles erscheint als ein Fehler von Ingenieuren, von den gebrochenen Radreifen im ICE bis zu nicht schließenden Türen in den S-Bahn-Zügen. Technische Geräte wurden vom 19. Jahrhundert an bis etwa Mitte der 1980er Jahre in den Unternehmen in einer Art Gleichgewicht zwischen den Technikern auf der einen und den Kaufleuten auf der anderen Seite gebaut. Dabei stehen sich zwei Denkweisen und Methoden gegenüber und oft im Konflikt. Die der Ingenieure, die es mit den Naturgesetzen der Chemie und Physik zu tun haben, die man nicht umgehen kann, und einer schwer berechenbaren Praxis. Was schief gehen kann, geht schief, sagt Murphy. Auf der anderen Seite stehen die Kaufleute, die nach den von Menschen gemachten Gesetzen des Marktes, der Konkurrenz und der Rendite als einzigem Erfolgskriterium eines Unternehmens arbeiten und nur rechnen. Solange beide Denkweisen einen Platz in den Betrieben hatten, konnte man als Ingenieur zunächst einmal nach technischen Notwendigkeiten arbeiten. Ich weiß das, ich bin einer. Um sich dann mit den Kaufleuten auseinanderzusetzen. Solange dieses so möglich war, kamen letztendlich Produkte heraus, die gut funktionierten und dann auch noch einigermaßen erschwinglich waren. Seit etwa 1985
Also mit der neoliberalen Radikalisierung der Marktwirtschaft hat sich dieses Gleichgewicht ständig zugunsten der Betriebswirtschaft verschoben. Meine Studenten berichten mir, dass bei Siemens professionelle Ingenieurarbeit, die ihre Zeit braucht und nicht mit billigsten Mitteln zu leisten ist, als Overengineering beschimpft wird. Es soll stattdessen um Value Engineering gehen, also Ingenieurarbeit, die primär den Unternehmenswert an der Börse, den Shareholder Value im Blick hat, möglichst geringe Kosten erzeugt und deshalb nach dem Prinzip Quick and Dirty vorgeht. An fünf zentralen Faktoren möchte ich das ein bisschen deutlich machen. Erstens Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft, wie das geflügelte Wort sagt, aber ist für die Technik immer öfter eher hinderlich. Letzte Woche war ich auf einer Konferenz der Bahntechnikingenieure der IG Metall. Sie lebhaft schilderten, wie ganze Abteilungen gegeneinander ausgespielt werden, um die billigste Lösung zu bekommen. Bei multinationalen Konzernen tritt man da zum Beispiel gegen Ingenieure in Weißrussland an. Kostenkonkurrenz ersetzt Qualitätskonkurrenz, stand auf den Ergebnistafeln der Gruppenarbeit. Schlechtere Technik ist die Folge. Zweitens, Entfremdung und Kontrollwahn. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, soll schon Lenin gesagt haben. An diesem Prinzip ist der reale Sozialismus bereits einmal zugrunde gegangen. Heute werden Unternehmen intern ähnlich organisiert. Unternehmensberater sorgen dafür, dass alle Spielräume der Beschäftigten möglichst beseitigt werden, um die Arbeitsprozesse schlanker und kostengünstiger zu machen. Der moderne Manager regiert top-down, also von oben nach unten. Facharbeiter und Ingenieure aber identifizieren sich gerne mit ihrer Arbeit, sind stolz auf ihre Produkte und ihren Betrieb. Wenn der nur noch auf Rendite getrimmt wird, geht die Identifikation zwangsläufig verloren. Das Controlling, ursprünglich gedacht als Hilfe für die Beschäftigten, um Verlauf und Erfolg der Arbeit transparent zu machen, wird zum Zwangssystem, das die Kontrolle von oben über Computerprogramme organisiert. 30% unserer Arbeitszeit müssen wir verwenden, um diese Systeme zu betrügen, sagt ein Ingenieur von Infineon. Einer von IBM sagt, Parole ist dann TTV, tarnen, täuschen und verpissen. Drittens, Outsourcing, Arbeit mit Subunternehmen, Zeit- und Leiharbeit. Alle Großprojekte werden mit zahlreichen Sub- oder Sub-Subunternehmen organisiert, mit zum Teil schlecht bezahlten Leiharbeitern und Leihingenieuren. So werden zum Beispiel an der Baustelle des Atomkraftwerks Olkiluoto, ich muss es nochmal sagen, Olkiluoto, polnische Bauarbeiter für 2 Euro pro Stunde eingesetzt. Airbus in Hamburg beschäftigt etwa 20% seiner Ingenieure in Leiharbeit. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie engagiert diese Arbeiter und Ingenieure sich für gute Qualität und Sicherheit ins Zeug legen. Nämlich gar nicht, wenn sie heute arbeiten und morgen wieder gehen sollen. Dazu gehört es übrigens auch ältere Ingenieure. Ab 45 gilt ein Ingenieur als älter zu entsorgen in Gänsefüßchen. Sie gelten als schwierig, ihre Erfahrung wird gering geschätzt. Wie nötig diese Erfahrung wäre, hat die Blamage von Daimler mit dem Elchtest der A-Klasse gezeigt. Man war stolz darauf, das jüngste Entwicklungsteam der Geschichte beschäftigt zu haben. Bloß das Auto kippte um. Strategie der Finanzmärkte ist es seit den 90er Jahren, erfolgreiche Unternehmen zu filettieren, an Investoren zu verhökern und anschließend mit harten Programmen der Kostenreduktion zu überziehen. Dazu setzt man einen neuen Typus von Vorgesetzten ein, jung, technisch unerfahren, mit 3 Jahresverträgen und der Vorgabe, die Kosten in dieser Zeit um ein Viertel zu reduzieren. Zitat eines Siemens-Vorstandes, bleiben Sie mir mit der Technik vom Leib, ich habe Besseres zu tun. Qualifizierte Ingenieure, die sich mit solchen Typen herumschlagen müssen, resignieren oder gehen. Vierter Punkt, Beschleunigung.
Seit Jahren hören wir, dass alles immer schneller gehen muss. In der Tat, immer schneller wachsen die Schulden und die Zinslasten, nämlich in einer Exponentialfunktion. Und so glauben die Finanzjongleure tatsächlich, dass das auch für die Technikentwicklung so geht. Nur weder die Natur, noch die Menschen, noch die Technikentwicklung sind beliebig zu beschleunigen. Beispiel: Die aktive Magnetlagerung der Generatoren für die großen Windräder brauchte 25 Jahre, bis sie von den ersten wissenschaftlichen Studien bis zur Industriereife gediehen war. Kaum ein Unternehmen aber hat heute einen Planungshorizont, der über 3 Jahre hinausgeht. Und solche Entwicklungen wurden in der Windkraft von kleinen und mittleren Betrieben geleistet. Die Großen versuchen, das Know-how durch Aufkaufen zu erwerben. Sie kaufen aber damit nicht die kreativen Strukturen in diesen Unternehmen und sie kaufen auch nicht die qualifizierten Facharbeiter und Ingenieure, ohne deren Erfahrung das Know-how nicht funktioniert. Die werden mit neuen Vorgesetzten und neuen Organisationsstrukturen frustriert und oft demotiviert. Wir sind stolz, trotz des neuen Managements gute Arbeit abzuliefern, sagen einige der übrig gebliebenen nach der Übernahme. Oder gehen halt in die Immigration, Tarnen, täuschen und verpissen. Fünftens und letztens, Korruption und kriminelle Geschäftsmethoden. Unter dem schönen Titel Schurkenwirtschaft hielt der Anti-Mafia-Staatsanwalt Roberto Scarpinato aus Palermo am 5. Februar 2010 in Karlsruhe unter massivem Polizeischutz einen Vortrag. Seine wesentliche These lautet: Die Grenzen zwischen der kapitalistisch und global organisierten Wirtschaft und dem organisierten Verbrechen sind seit der radikalen neoliberalen Deregulierung der Märkte und der Finanzwirtschaft fließend und weder von der Politik noch von der Justiz beherrschbar. Jetzt kommt ein Zitat: Man feiert den Triumph des globalen Kapitalismus, an dem die Mafia und das internationale Verbrechen entscheidenden Anteil nehmen. Die Auswüchse der Wirtschaftskriminalität in den Chefetagen der internationalen Konzerne, die die Weltwirtschaft bestimmen, verursachen weit größere und schwerer zu behebende Schäden als andere Verbrechen. Insofern fand ich es geradezu genial, dass die Musikgruppe vorhin den Kriminaltango aufgeführt. Schlussbemerkung: Die eigentlichen Schwierigkeiten, die Tücken der Technik, kommen bei Stuttgart 21 erst noch, vorausgesetzt sie wird gekommen. Ich möchte alle beteiligten Ingenieurinnen und Ingenieure anregen, ihre Rolle nicht zu sehen als die der klassischen Kamele, auf denen die Kaufleute und Politiker reiten, sondern im Sinne mutiger Whistleblower die Konflikte und Zumutungen an ihre professionelle Berufsauffassung nicht für sich zu behalten. Das könnte helfen, dieses Wahnsinnsprojekt noch zu stoppen. Es reicht aber nicht, und das zum Schluss, den Wahnsinn zu stoppen. Wir brauchen auch eine Vision. Fast alle Großprojekte wirken zerstörerisch auf Menschen und unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Wir brauchen aber eine Technik, die nicht der Vermehrung von Geld und einem verrückten Wachstumswahn dient, sondern sozialen und ökologischen Zielen. Eine Technik, die wieder dem altmodischen, ehrlichen Kaufmannsdenken statt wirtschaftskriminellen Bestrebungen verpflichtet ist. Eine Technik, die die Arbeit statt in undurchschaubar verflochtenen riesigen Renditemaschinen nicht organisiert, sondern demokratisch und in überschaubaren Strukturen organisieren hilft. Eine Technik, die wieder Ruhe und Gelassenheit statt Rattenrennen im Hamsterrad ermöglicht. Eine Technik, die mit Begeisterung für den Menschen und unsere natürliche Mitwelt arbeitet und das solidarisch in Kooperation statt in Konkurrenz. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was die herrschende Ökonomie lehrt. Und natürlich zum Schluss, Leute, oben bleiben.
Dr. Wolfgang Mehl für diesen klasse Vortrag, den man auch nachlesen kann. Er ist blau gedruckt und liegt in den Spendensammler, Bauchläden und am Parkschützer-Infostand.